Sportanlage Möse in Fußach war gut besucht. Die in Weiß spielten Gäste aus Bludenz zu Beginn der Partie besser im Spiel. Die Rezia nach knapp 5 Minuten auch mit der ersten Chance. Christea beim Freistoß, Huela per Kopf, der Ball aber klar drüber. Die Walgauer blieben am Drücker. Nach der Balleroberung ging es plötzlich ganz schnell. Der letzte Pass wollte aber vorerst nicht gelingen. Ähnlich die Situation bei den Hausern des SC Fußach. Auch hier wurde versucht, schnell in die Spitze zu spielen, das Anspiel aber oft zu ungenau. Die Partie war weiter eine offene Angelegenheit. Beide Mannschaften versuchten nach vorne zu spielen. Bice hier mit dem Pass auf Stojadinovic, sein Abschluss aber zu schwach. Nun wieder die Gastgeber. Fußach biss sich an der Strafraumgrenze fest. Duro mit der Flanke, Brückler behauptete die Kugel, auch sein Abschluss aber keine Gefahr für die Gäste aus Bludenz. Fußach nun aber besser im Spiel, wieder setzte sich die Graber Elf gut durch. Duro probierte es aus rund 20 Metern, sein Geschoss aber knapp vorbei, es blieb beim 0:0. Die Antwort der Rezia, ein schneller Angriff über die rechte Seite. Stojadinovic schlussendlich mit der Maßflanke, Bice war da, köpfte aber knapp vorbei. Die Partie blieb weiter offen, nun waren die Fußacher wieder gefährlich. Özjurek mit dem Zuckerpass in die Tiefe, Brückler alleine vor Gras, aber der Bludenskeeper hatte seine Hände entscheidend dazwischen. Wieder keine Tore also in Fußach, kurz vor der Pause aber die nächste Großchance. Bludenz im Angriff, Bice legte quer, Stojadinovic drückte ab, Karakas rettete aber in höchster Not. Rein in die zweite Halbzeit, hier zunächst wieder die Gäste am Drücker. Vonbrühl brachte den Freistoß in den Strafraum, die Fußacher Abwehr brachte den Ball nicht weg, Bludenz kam immer wieder zu Schüssen. Schlussendlich schoss aber Bice vorbei. Schuss vertan also und etwas mehr als nach einer Stunde diese Szene, da waren die Fußacher erneut im Angriff. Duro gewann das Kopfballduell, Brückler, Mutterseelen alleine, der Fußacher ließ sich nicht beirren, lief einige Meter, drückte ab und brachte die Hausern in Führung. Noch blieb aber jede Menge Zeit, die Partie verflachte allerdings ein wenig, Chancen nun Mangelware. Die beste Szene hatte hier noch Stojadinovic, der aber am Tor vorbeischoss. Fußach meist bei Standards gefährlich, in der 73. Minute dieser Eckball. Karakas tankte sich durch, köpfte den Ball in Richtung Tor, das Leder fand aber nur den Weg an den Pfosten. Glück also für die Gäste aus Bludenz. Die Rezia hatte ihrerseits kurz vor Schluss die letzte Möglichkeit, Christea mit der Flanke von der rechten Seite, Ganal verlängerte und Huela trifft am langen Eck zum vielumjubelten Ausgleich, 1:1 also auf der Sportanlage Möse in Fußach. Dies war gleichzeitig auch der Endstand. Wir wollten unbedingt den Dreier daheim holen, einen Sieg holen, weil die anderen auch gepatzt haben. Aber im solchen Fußball hätten die mehr Chancen zum 2-0 machen, dann kassieren in der letzten Minute das 1-1. Die erste Halbzeit waren wir in meinen Augen klar besser als die Bludenz. Aber zweite Halbzeit ist Bludenz richtig gut ins Spiel gekommen. Und ja, 1-1 ist verdient. Sehr, sehr enttäuschend, wenn man bedenkt, was für finanzielle Möglichkeiten Bludenz, Rezia, Vorenburger als Hauptsponsor hat. Sehr enttäuschend, wenn man dann bedenkt, was das bei uns eigentlich 3 oder 4 Stammspieler gefällt haben, auf jeden Fall. Wenn man dann bedenkt, wie viele Chancen Bludenz eigentlich im ganzen Spiel wirklich effektiv gehabt hat. Sehr enttäuschend, aber als Aufsteiger, momentane Tabellensituation, sehr hervorragend. Die letzten Jahre waren ja sehr hervorragend, da würde ich sagen, aus Sicht vom FC Fußach. Zweimal aufgestiegen, einmal im Cupfinale. Was kann eigentlich noch kommen? Was noch kommen kann, einfach finanziell auf gesunden Füßen stehen und noch mehr Sponsoren mobilisieren und als Sponsor für den SC Fußach zu gewinnen. Wobei ich noch betonen möchte, als kleiner SC Fußach, wenn man bedenkt, die Einwohnerzahl von Fußach 3.798,5. Der 0,5 wird heute geboren. Im Bregenz ist das wirklich sensationell, was wir mit dem kleinen SC Fußach die letzten 2 bis 3 Jahre wirklich im Vorarlberger Amateurfußball erreicht haben.